Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem Multipack-Unboxing-Battle. Ich habe das Multipack von Koke von der FIFA 35 Serie am Start und das Multipack von Marco Asensio. Ich werde beide jetzt hier aufreißen, aufschneiden, besser gesagt. Zack, weil die Folie kriegt man halt nicht so einfach ab mit den Fingern. Genau, aber was man dieses Jahr einfach abbekommt, ist die Limi. Guckt euch das an hier. Oder? Zack, abgerissen und es ist kein Kleber hinten dran, Leute. Es ist kein Kleber, der ganze Kleber klebt hier noch und das ist wunderbar, aber das kennt ihr ja schon, ihr habt ja schon Multipacks hier auf meinem Kanal gesehen. Und ich reiß hier mal die Booster ab, weil die brauchen wir natürlich auch noch fürs Unboxing Battle, ist ja klar. Zack, zwei. Und dann noch die anderen drei. Und jetzt noch das zweite Multipack, das Multipack von Asensio. Und die Asensio-Limi hat sich hier schon gelöst. Asensio hat 93, Koke hat 96 sogar. Holy shit, Mann. Das spanische Mittelfeld-Duell hier, ne? Koke gegen Asensio. Wow. Was für ein Panini-Panzerkleber bei den Boostern. Hatte ich fast die Karten hier schon kaputt gerissen oder kaputt gezogen mit diesem heftigen Kleber. Aber bei den Boostern soll es mich nicht weiter stören, wenn es dieses Jahr bei den Limis gewesen wäre. Also wieder so ein Panzerkleber. Ich glaube, ich hätte mich geweigert, die Multipacks auszupacken. So ein Ding wäre es gewesen. Let's go, Leute. Erstes Multipack. Koke gegen Asensio. Und die erste Chance für Koke in Führung zu gehen. Mit einem Andersen wird es eher schwierig. Mit Areola ist es schon besser. Mit Gündogan, Shaqiri, Drexler, Mexler und Marçal. Also ich finde, boah, es ist ganz schwierig. Wen soll ich denn hier rauslegen? Ich finde, alle sind auf so einem gleichen Niveau. Gündogan, Shaqiri, Drexler, Areola. Wir gucken uns hier die Auswahl von Marco Asensio an. Vielleicht haben wir es da einfacher. McKennie, Shaqiri, Luke Shaw, De Bruyne und Pedro. Wir haben es einfacher, weil an KDB kommt hier so schnell niemand vorbei. Auch kein Draxler, kein Areola. Nein. GG an KDB. Kevin De Bruyne mit dem 0:1 für Team Marco Asensio. Na, guckt euch diesen... Alter, guckt euch das hier an. Guckt euch das an, ich reiße schon. Ich muss den Booster so aufmachen, Leute. Das geht nicht anders. Ich muss den Booster so aufmachen und... Oh, Rui Patricio als goldene Nations League Winner Karte. William noch am Start, Ulreich, Lorente, Böki und Jordi Alba. Ja, Jordi Alba, Rui Patricio. Es ist wieder nicht so eindeutig, finde ich, Mann. Rui Patricio ist gut, Jordi Alba ist auch gut. Komm, ich lass mal diese beiden draußen liegen. William ist zwar auch nicht schlecht, aber ich finde Rui Patricio da besser. Und auch hier. Hier ist eine umgedrehte Karte. Ist es eine Topmaster-Karte? Nein, auch hier ist es keine. Casemiro als Copa America-Gewinner und Vinicius Junior. Milik, Arrizabalaga, Semedo und Feldmann. Ah, Casemiro. Ui. Ich gebe Patricio den Punkt, Leute. Das ist das 1:1. Rui Patricio. Das ist meine Entscheidung. Und das ist das 1:1. So, den Booster, den wir eben schon fast aufgerissen hatten, ist jetzt auf. Insigne, Jan Oblak, sehr gut, Aouar von Lyon, Fabinho, Rabiot und Guerrero. Der nächste Keeper, der hier von mir ins Rennen geschickt wird, Jan Oblak. Und Jan Oblak muss gegen Thiago Mendes ran, da schafft er es, gegen Zielinski schafft er es auch. Gegen Alexandro schafft das auch, gegen Gündogan schafft das auch, gegen Bentancur auch und gegen Hakan Hakimi schafft das auch. Und das ist das 2:1 für Koke. Kokes Team geht in Führung. Also Spannung ist definitiv gegeben, weil wenn jetzt Asensio den Punkt macht, dann steht es 2:2. Dann steht es hier 2:2. Smalling, Schalke-Logo, Savic, Brozovic, Mares und Pjanic. Alter, wieso habe ich es heute so schwer, Alter? Brozovic, Mares, Pjanic. Das sind alles drei gute Mittelfeldspieler. Sehr gute Mittelfeldspieler. Mann, Leute.
Echt. Ich hoffe, dass jetzt hier so ein guter Spieler kommt, dass ich mich nicht entscheiden muss. Benzema, Zielinski, sieht nicht gut aus, sieht überhaupt nicht gut aus. Stolberg, Rocha und Perisic. Ja, Benzema ist der Beste. Benzema ist der Beste, aber ich kann doch Benzema nicht den Punkt gegen Pjanic beispielsweise geben. Ich würde sogar sagen, das ist ein Unentschieden, Leute. Komm, das ist ein Unentschieden. Ich lasse jetzt hier Brozovic draußen liegen und Benzema. Ich gebe keinen den Punkt, beziehungsweise ich gebe beide den Punkt, so rum. 3:2, das heißt, das ganze Multipack-Unboxing-Battle kann hier heute unentschieden ausgehen. Wenn das unentschieden ausgeht, wenn das jetzt, wenn Marco Asensios Team jetzt das 3:3 machen sollte, müsst ihr euch unten in den Kommentaren entscheiden, Leute. Ihr wisst ja, wie der Hase läuft. Let's go. Letztes Pack. Oh, Rapinoe als hier Frauenweltmeister. Sensi, Ferreira, Casemiro, Luan und Candreva. Das sieht sehr schlecht aus für Team Koke, muss ich mal sagen. Das sieht wirklich nicht so schmackhaft aus. Gucken wir mal. Ja, Aguero, Leute. Aguero, und das ist das 3:3. Arthur, Gareth Bale noch am Start. Ist egal, wenn ich jetzt hier rauslege. Fakt ist, das ganze Multipack-Unboxing-Battle endet jetzt hier mit dem 3:3, Leute. Ihr müsst euch entscheiden. Gewinnt Team Asensio oder gewinnt Team Koke? Schreibt es unten rein in die Kommentare. Ich bin jetzt hier raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.